Ja, tatsächlich. So sieht sie aus. Die weltweit erste Prachtvilla, die nicht von Bauarbeitertrupps, sondern von einem 3D-Drucker hergestellt worden ist. Also Schicht für Schicht aus einem Gemisch von Zement und gemahlenem Bauschutt. Das wird computergesteuert mit einem Schlauch verteilt. Trocken lassen, nächste Schicht. Die Villa steht da noch als Ausstellungsstück auf dem Gelände der Baufirma in Suzhou nahe Shanghai. Aber 10 kleine Bürohäuser sind schon ausgeliefert und in einem Industriepark aufgebaut. Und nächstes Ziel des Firmenchefs ist ein Hochhaus. Dafür hat er noch keine Genehmigung von den chinesischen Behörden. Prächtig sieht sie aus und so schnell gebaut. Ein Monat Arbeit für 8 Bauarbeiter und schon steht sie da. Die Luxusvilla made in China. Günstig ist sie sowieso. 1100 Quadratmeter Wohnfläche für nur 150.000 Euro. Firmenchef Ma Yiche ist mächtig stolz auf sein Werk. Alle Bauteile hat er mit einem 3D-Printer ausgedruckt und dann zusammenmontiert. Wie ein Lego-Baukastensystem für Erwachsene. In den nächsten 3 Jahren wird die 3D-Drucktechnik immer beliebter werden. Wir haben schon verschiedene Modelle gedruckt. Niedrige und hohe Häuser, dreistöckige und fünfstöckige. Und jetzt arbeiten wir sogar an einem 100 Meter hohen Haus. 5 Stockwerke hoch, das höchste 3D-Printgebäude der Welt, ein Werbekuh. Allerdings, von einem Baustatiker abgenommen ist das Haus bislang nicht. Und eine Genehmigung für das Baumaterial fehlt auch noch. Nichtsdestotrotz hat Ma schon mal 20.000 kleine Häuser nach Ägypten verkauft. Geschäftstüchtig, so sind Chinesen eben. Die Genehmigungen werden schon noch kommen. Hinter diesen Mauern ist er versteckt, der 6 Meter hohe Drucker. Filmen dürfen wir ihn nicht, Geschäftsgeheimnis. Auch im Firmenwerbevideo ist er nur kurz zu sehen. Eine riesige Spritztülle. Computergesteuert gießt sie ein Betongemisch in Formteile. Weltweit wird an 3D-Drucktechniken geforscht. Ma aber will das ultimative Rezept für das Baumaterial der Zukunft gefunden haben. Auch ein Geschäftsgeheimnis. Nur so viel? Wir recyceln alten Bauschutt. Das ist enorm umweltfreundlich. Ein Professor in den USA behauptet, Ma habe die Technik von ihm geklaut. Ma bestreitet das. Aus Bauschutt neue Häuser drucken. Genial. Bauabfälle gibt es in China überreichlich. Und mit der Bauqualität nimmt man es hier sowieso nicht ganz so genau.